Verona Poth auf großer Shoppingtour. Die Werbeikone ist schwanger, ein Junge wird es. Zeit also, sich nach Babykleidung umzusehen. Schließlich soll der Nachwuchs nicht nur die Sachen von ihrem Sohn Diego tragen. Es gibt auch immer wieder so schöne neue Sachen und es ist irgendwie auch spannend und schön, finde ich, etwas Neues einzukaufen. Die Liebhaberstücke warten auf das neue Baby von Diego. Das sind so Sachen, die mir was bedeuten und da werde ich mich sehr drauf freuen, wenn der kleine Mann in die Sachen von Diego trägt. Aber zu 80-90% kaufe ich eigentlich ganz neu ein. Eine Aufgabe, die sie nicht allein bewältigt. Ihr Ehemann ist mit dabei und legt sich mächtig ins Zeug. Das ist ein ganz cooles Outfit. Strahlende Augen im Babygeschäft. Der Einsatz hat sich ausgezahlt. Die 42-Jährige ist zufrieden mit ihrer männlichen Begleitung. Also Franjo muss ich schon immer ein bisschen überreden, aber Babysachen findet er natürlich auch süß. Er ist natürlich auch aufgeregt und freut sich aufs Kind. Da ist natürlich auch die Freude groß, wenn man die kleinen Sachen aussucht. Und ich war froh, dass er heute die Zeit hatte, mal mitzukommen und dass ihm das so viel Spaß gemacht hat. Also Bellybutton, ich kann nur sagen, wenn man da reingeht, dann sieht man die Farben und die ganzen niedlichen kleinen Sachen, auch die Spielsachen. Und dann geht einem so ein bisschen das Herz auf. Doch nicht nur das Baby braucht neue Sachen. Verona Poth ist im 5. Monat. Der Babybauch ist mittlerweile nicht mehr zu übersehen. Sie ist stolz darauf und will auch in der Schwangerschaft nicht auf modische Outfits verzichten. Ja, es ist natürlich schon eine Sache, die wahnsinnig viel Spaß bringt, weil ich freue mich ja sehr, dass ich schwanger bin. Mir macht das wahnsinnig Spaß, wenn mein Bäuchlein jeden Tag wächst. Und ich gehöre eigentlich zu denen, die gerne was Figurbetontes jetzt auf dem Bauch tragen. Es gibt ja die einen, die das so ein bisschen kaschieren, weil sie es einfach irgendwie schöner finden. Die anderen betonen das. Und ich mag eigentlich gerne so Mode, die den Bauch auch ein bisschen betont. Genau das Richtige finden, mit Babybauch nicht immer ganz so einfach. Das weiß auch Verona Poth. Die Unternehmerin hat bei einem Textil-Discounter ihre eigene Schwangerschaftskollektion entworfen, ganz nach ihren eigenen Vorstellungen. Ich habe mir natürlich gedacht, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, ging mir natürlich der erste Gedanke durch den Kopf, wo kriege ich schöne Umstandsmode her, Schwangerschaftsmode. Und inspiriert von vielen Ideen und Wünschen, vor allen Dingen, die ich selber habe, die ich nicht so leicht finde, habe ich eine kleine Kollektion entworfen für KIK und die wird im Mai erscheinen und da bin ich ganz stolz drauf. Verona Poth kann die spannenden Monate bis zur Geburt ganz locker angehen. Mit Kleidung ist sie bestens eingedeckt.